Du hast ein Startkapital von 3.000 Euro und legst es bei Zinseszinsen von 1,5% an. Frage: Wie viel Geld wirst du nach 5 Jahren besitzen? Da es sich hier um Zinseszinsen handelt, dürfen wir diese Formel einsetzen. Wir schreiben zuerst auf alles, was angegeben wird. Das Startkapital C0 ist 3.000 Euro. Der Prozentsatz liegt bei 1,5, also P gleich 1,5. Und die Anzahl Jahre ist 5, das heißt klein n ist 5. Gefragt wird das Kapital nach 5 Jahren. Das können wir durch diese Formel berechnen, indem wir C0 durch 3.000 ersetzen, P durch 1,5 ersetzen und n durch 5 ersetzen. So stoßen wir auf diese Rechnung. 1,5 geteilt durch 100, das ist 0,015 und 1 plus 0,015, das macht 1,015. Also brauchen wir dem Taschenrechner nur noch diese Rechnung eingeben. Das heißt, 3.000 mal 1,015 hoch 5 ist 3.231,85. Diese Antwort übertragen wir hierhin und somit wissen wir, nach 5 Jahren wird ein Kapital von 3.231,85 Euro vorhanden sein. Die Aufgabe ist schon beendet.